Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Survivor. Mein Name ist Michael und ja, wir müssen immer noch erreiche die Pilgerzuflucht, aber wir müssten kurz davor stehen. Wo ist denn unser Ziel? Hm? Genau. Ich überlege gerade, wo wir lang müssen. Hier kommen wir ja nicht durch. Genau hier müssen wir lang. Oder? Ah. Ach genau, wir mussten hier hoch, ne? Ja, wie immer. Das ist da hinten. Können wir da hinfliegen? Ja. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Ich habe getan, was ich konnte, aber da vorne ist eine imperiale Einheit. Ich dachte, ich warne dich besser. Klingt gut. Nach dir. Hast du Hexe gesagt? Das wäre eigentlich schon schlimm genug. Haben wir es jetzt doch noch mit einer Machthexe zu tun? Genau. Halt!
Imperium schon einen Weg in den Tempel. Marin? Moment. Ich bin immer noch beeindruckt. Du hast das wahre Ausmaß meiner Kräfte noch nicht gesehen, Cal Kestis. Schaffst du das? Nicht ohne Hilfe. Dann ist es gut, dass dieser Weg die Winde führt. Hier drüben, Kerl. Aus der Kammer dort. Dann musst du einen Weg hineinfinden. Ja. Leute, checkt doch mal Kanal ab, ja? Ich hoffe, wenn ihr... Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da kommentiert und liked. Und auch gerne ein Abo dalassen würde, das wäre super toll, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ja. Also schaut auch mal auf Twitch vorbei, xxmichaelboxx. Ja, auch dort könnt ihr mir folgen, wenn ihr keine Lives mehr von mir verpassen wollt. Ich bin sehr oft live mit Fortnite. Ja, würde mich freuen, ne? Und auf diesem Weg will ich mich auch noch bei allen nochmal bedanken, die mir folgen. Die kommentieren, die ein Abo da gelassen haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich unterstützt. Und ja, Dankeschön. Und wenn ihr wollt, teilt auch meine Videos. Ja? Wäre auch super toll. Und ja. Kein Schatz ist es wert, dafür zu sterben. Sieh mal, was wir gefunden haben. Die Macht ist stark an diesem Ort. Thank you.
Willkommen zurück. Hey. Das imperiale Arbeitslager auf Masa. Die Garnison ist halb leer. Wir können zuschlagen, bevor Verstärkung eintrifft. Klingt vielversprechend, aber Marin und Grease sind bisher immer noch nicht auf dem Schiff. Sobald sie es sind, sondiere ich die Lage und sie können sich ausruhen. Cal, du weißt, dass sie niemals ruhen werden, wenn du in Gefahr bist. Du gibst niemals auf. Und das inspiriert uns alle hier. Aber du darfst nicht vergessen, dass sie dir folgen, wohin ich du weiß, sie auch Ich weiß, ich habe in letzter Zeit viel gedrängt, aber seit Grease verwundet Was Grease wurde... Was Grease zugestoßen ist, ist nicht deine Schuld. Aber seitdem bist du leichtsinnig. Ich mache mir Sorgen, dass einem von euch etwas Schlimmes zustößt. Es ist gut, dir deine Angst einzugestehen. Aber lass sie nicht deinen Pfad bestimmen. Konzentriere dich auf den Moment. Wähle deine Richtung und handle mit Entschlossenheit. Und egal, wie die Chancen stehen, glaube immer an dich. Cal, vertraue dir selbst. Vertraue auf die Macht. Ganz genau. Ja, Cal, mach das. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Konzentriere dich auf den Moment. Und durchbrechen. Wir müssen diesem Sturm die Stirn bieten. Bereit machen, BD. Ich weiß immer, wohin sie mich führen muss. Selbst wenn ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Cal, was ist passiert? Sie selbst. Nicht schlecht. Vielleicht kannst du jetzt mit mir Schritt halten. Finden wir es raus. Was hat das Imperium vor? Sie sind am Tempeleingang und warten auf irgendwas. Dann haben wir immer noch Zeit. Das ist nicht gut. Es wird den Tempel zerstören. Bruder Amias ist noch da drin. Teilen wir uns auf. Ich lenke diese Monstrosität ab. Sei vorsichtig. Wir sehen uns drin. Ach so. Bin ich jetzt hier richtig? Aber hier war ich doch gerade. Okay.
an! Jetzt sind die Winde auf unserer Seite. Ah. Hoffentlich bist du bereit. Oh, ist ein bisschen weit, ne? Aber warum gehe ich jetzt wieder zurück? Geht nicht. Das geht nicht. Das ist zu weit. Aber ich will ja nicht wieder zurückgehen. Aber man soll den Weg hier runter nicht geben, ne? Ja, was muss da ja sein? Die Aktivierung dieses Bohrers wird eine Weile dauern. Hoffentlich kann Maren sie bremsen. Hä? Ah. Wie geht's dir, BD? Hast du Spaß da hinten? Ah, scheiße. Unglaublich. Aber das wird das Imperium nicht davon abhalten, alles in Schutt und Asche zu legen. So ist es.
Entnahme des Imperiums! Im Namen des Imperiums. Toller Fund. Toller Fund. Ah. Ich muss mich beeilen. Bruder Amias kann sich nicht ewig verstecken. Du weißt, was du zu tun hast. Zuflucht für alle, die danach suchen. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Pilgerzuflucht sollte ein würdiger Ort für das Versteck sein. Die Nähe zum Archiv ist ideal. Und mit deinen Heckkünsten könnte dieser Tempel für alle Bedürftigen bald wieder ein sicherer Hafen sein. Schon echt episch. Und durchatmen. Das klingt nicht gut. Dieser Ort wird nicht lange standhalten. Pilgerzuflucht hat einige neue Verwalter. Dieser Wachdroide könnte Ärger bedeuten.
Ach, guck mal, dahinter ist noch was, aber sie kommen da aber nicht rein. Das ist scheiße, du. Zeit für ein Upgrade. Vielleicht sollten wir einige neue Komponenten ausprobieren. Kein alltäglicher Blaster. Damit schieße ich nicht daneben. Das Imperium hat immer noch keine Ahnung, was vor seiner Nase ist. Aber irgendwann werden sie das Versteck finden. Wir müssen in Bewegung bleiben. Erstmal hier gucken, ne? Hmm.
Nee. Nicht hier. Hier. Eine Spur vom Versteck des Pfades. Zu der Annahme, dass es unter dem Tempel ein ausgedehntes Netzwerk aus unterirdischen Wasserwegen gibt. Perfekt. Das sollte unsere Operation vor imperialen Scannern schützen. Soll ich auch noch schwimmen oder was?
Ach so, der hat so eine. Kann nur unendlich unter Wasser sein. Ach so. Langsam denke ich, wir sind hier richtig. Was denkst du? Sieh dir das an. Sollte ich erstmal gucken, wo es hier weitergeht. Muss ich wieder zurückschwimmen? Kann das sein? Ja, sicher, ich konnte doch wieder. Sollte ich zuerst zurückschwimmen. Thank you.
Leute, Leute, Leute. Ja, Leute, damit muss ich jetzt Schluss machen. Diese Folge ist leider vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann checkt doch mal meinen Kanal ab und kommentiert und liked doch fleißig, ja. Und würde mich super freuen, auch wenn ihr ein Abo da lassen würdet, auch. Das würde mich dann weiter irgendwie unterstützen. Teilt meine Videos, das wäre super toll. Somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.